Schönen guten Tag, liebe Freunde der Elektrotechnik. In diesem Video schauen wir uns mal zwei Fernstudiengänge in Elektro- und Informationstechnik an. Und dafür habe ich mir rausgesucht den Bachelor of Engineering Elektro- und Informationstechnik an der Wilhelm-Büchner-Hochschule, eine private Fachhochschule mit Sitz in Darmstadt. Und den Studiengang dieser Hochschule möchte ich vergleichen mit dem Bachelor of Engineering Elektro- und Informationstechnik an der Eckert University. Ja, auch eine private Fachhochschule mit Sitz in Stuttgart. Und wir gucken uns natürlich mal genauer an, ja, wie sind diese Studiengänge eigentlich aufgebaut? Wo sind die großen Unterschiede, vor allem auch in den Inhalten? Wie sieht es beispielsweise aus mit den Mathematikanteilen? Was gibt es für Vertiefungsmöglichkeiten? Dann gucken wir uns mal an, wie es aussieht mit den Praxisphasen oder gibt es überhaupt Praxisphasen, das ist auch ziemlich unterschiedlich gestaltet in beiden Studiengängen und wir vergleichen natürlich auch die Kosten von beiden Studiengängen. Ich würde mal sagen, ich lege mal direkt los. So, liebe Freunde, wenn ihr euch für so einen Studiengang interessiert, ganz wichtig, schaut euch nicht nur ein oder zwei Studiengänge an, die euch auf den ersten Blick auffallen, sondern informiert euch wirklich umfassend über alle möglichen Studiengänge in dem Fachbereich, der euch interessiert oder auch in ähnlichen Fachbereichen. Ja, wir haben hier so eine Vergleichsseite auf fernstudi.net, die verlinke ich euch natürlich in der Beschreibung von diesem Video. Da findet ihr auch eine Übersicht über alle möglichen Studiengänge in diesem Fachbereich, ja, sowohl Bachelor als auch Master, ja, ihr seht, da gibt es auch noch andere Studiengänge, die vielleicht auch interessanter für euch wären als jetzt tatsächlich Elektro- und Informationstechnik, Leit- und Sicherungstechnik gibt es hier noch an der Wilhelm-Büchner-Hochschule. Ihr habt auch einen Elektrotechnik-Bachelor an der IU Internationalen Hochschule. Dann habt ihr hier einen sehr interessanten Master, ja, meiner Erfahrung nach, ja, oder den Zahlen nach, die wir haben, auch sehr beliebt. Dieser Master hier an der Hochschule Schmalkalden, Elektrotechnik und Management und ja, auch an staatlichen Hochschulen gibt es Bachelor in Elektrotechnik, beispielsweise auch hier diesen Master in Elektrotechnik am oder den man über das ZFH absolvieren kann. Schaut euch einfach mal ja diese Übersichtsseite hier an, da findet ihr alle möglichen Informationen zum Fernstudium in diesem Fachbereich. Und wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr die ja theoretisch in einem von diesen Studiengängen stellen oder auch in den Kommentaren natürlich für dieses Video. Oder wenn ihr wirklich eine ausführliche Beratung haben wollt, dann geht hier einfach auf unsere Studienberatung auf fernstudi.net, da könnt ihr eine Frage stellen und ja, da bekommt ihr auch wirklich fundierte und ausführliche Antworten zu euren Fragen. Da kann man auch mal ein bisschen besser auf die Fragen eingehen, als es jetzt in so einer Kommentarfunktion bzw. in den Kommentaren auf YouTube der Fall ist. So, aber schauen wir uns doch erstmal beide Hochschulen an. Ja, ich will mal ganz kurz die Besonderheiten von beiden Hochschulen schon mal vorweg nennen. Wir haben hier auf der einen Seite die Wilhelm-Büchner-Hochschule. Ja, ihr seht, die ja, sieht sich auch als so eine Technikhochschule. Das sieht man hier tatsächlich auch schon so auf der Startseite von dieser Hochschule. Und die Hochschule, das ist auch die Besonderheit gegenüber der Eckert University, hat tatsächlich auch so einen Fokus auf diese Studiengänge im technischen Bereich. Ja, Maschinenbau kann man da beispielsweise studieren, Informatik und solche Studiengänge. Also hier gibt es einen ganz starken Fokus auf diesen Technikbereich, wobei jetzt auch noch der Fachbereich Design mit dazugekommen ist in der letzten Zeit. Ja, aber hauptsächlich könnt ihr hier Informatik, Wirtschaftsingenieurwesen und solche Studiengänge ja, absolvieren. Die Hochschule ist 1997 gegründet, ja, die gibt es jetzt auch schon eine ganze Weile, also das ist keine Hochschule, die erst gestern entstanden ist. Da gibt es sehr viel Erfahrung, was die Erwachsenenbildung angeht, die man da über die Jahre akkumuliert hat. Und vielleicht zur Größe, damit ihr so ein bisschen eine Vorstellung habt, wie viele Kommilitonen ihr letztendlich haben werdet. Also jetzt im Wintersemester 2022/23 waren nach offiziellen Zahlen an der Hochschule ganz knapp 5000 Studierende eingeschrieben. Und der Standort der Hochschule ist übrigens Darmstadt. Ja, ist auch wichtig zu wissen, weil ihr dann ab und zu auch zu Klausuren bzw. Prüfungen nach Darmstadt reisen müsst. Das gucken wir uns auch im Verlaufe von diesem Video jetzt genauer an. Ich nenne schon mal ein paar Besonderheiten für diesen Studiengang hier vorweg. Also der Studiengang dauert 7 Semester, ja, und umfasst insgesamt 210 Leistungspunkte. Also ist jetzt nicht so ein typischer 6 Semester Bachelor, ist aber üblich auch in den Ingenieurwissenschaften, ja, so ein Bachelor of Engineering mit 210 Leistungspunkten. Zweite Besonderheit für diesen Studiengang ist, dass ihr insgesamt 6 Vertiefungsrichtungen zur Auswahl habt. Welche das sind, schauen wir uns auch gleich nochmal genauer an. Und die dritte, sehr, sehr wichtige Besonderheit für diesen Studiengang ist, dass es hier eine berufspraktische Phase gibt.
Ja, ob man sich da Berufstätigkeit anerkennen lassen kann, das schauen wir uns im Video jetzt auch gleich nochmal genauer an. Und dann vielleicht noch eine letzte Besonderheit. Diesen Studiengang an der Wilhelm-Büchner Hochschule, den gibt es auch als Abendstudium. Also wer Lust hat, ja, richtig vor Ort zu studieren, der schaut sich das Ganze auch nochmal als Abendstudium an. Ich stelle jetzt aber hier nur das Fernstudium vor. So, dann haben wir hier die Akkad University, besser gesagt die Akkad Hochschule Stuttgart. Die gibt es jetzt tatsächlich schon seit 1959. Standort, wie der Name schon sagt, ist Stuttgart, ist aber für euch nicht ganz so relevant, denn hier gibt es keine Präsenzen, wo ihr da irgendwo vor Ort anwesend sein müsst. Vielleicht zur Größe von dieser Hochschule, die ist im Wintersemester 2022 um die 6.200 Studierende groß gewesen, ja, also im Prinzip genauso groß wie die Wilhelm-Büchner-Hochschule, ja, ein paar Studierende gibt es mehr. Hier ist auch der Fokus nicht direkt auf technische Studiengänge, wobei die Hochschule auch durch ihre, ja, technischen Studiengänge wie Maschinenbau und so, Informatik auch bekannt geworden ist, aber mittlerweile kann man hier auch alles Mögliche andere studieren. Ihr seht, hier gibt es noch einen Bereich Gesundheit und Soziales, ja, da kann man auch soziale Arbeit oder Psychologie studieren. Hier gibt es noch einen sehr wichtigen Bereich oder sehr interessanten Bereich auch aus meiner Sicht, Kommunikation und Kultur. Da kann man Fachübersetzen studieren und hier gibt es auch Studiengänge im BWL-Bereich. Ja? Also alles ein bisschen breiter gefächert. Da gibt es jetzt nicht so diesen ganz starken Fokus auf technische Studiengänge. Das ist ein großer Unterschied dieser Hochschule zur Wilhelm-Büchner-Hochschule. Genauso wie die Wilhelm-Büchner-Hochschule ist aber auch eine private, staatlich anerkannte Fachhochschule. So, schon mal ein paar Besonderheiten vorweg für den Studiengang, den ich euch hier vorstelle von der Akkad University. Auch dieser Studiengang dauert 7 Semester, also als Bachelor of Engineering. Hier gibt es noch die Besonderheit, dass es diesen Studiengang tatsächlich auch in einer 6-Semester-Variante gibt, beziehungsweise hier gibt es noch einen Studiengang an der Akkad University in Elektrotechnik, ja, der dauert nur 6 Semester, also ist dann nicht Elektro- und Informationstechnik, sondern Elektrotechnik, der umfasst dann nur 180 Leistungspunkte, wie so ein typischer Bachelor. Ich stelle euch aber hier den 7-semestrigen Studiengang Elektro- und Informationstechnik vor. Eine Besonderheit noch, ja, auch vor allem gegenüber der Wilhelm-Büchner-Hochschule. Das Ganze ist hier sehr, sehr flexibel, ja, noch flexibler als an der Wilhelm-Büchner-Hochschule. Wie das insgesamt dann aussieht, stelle ich euch jetzt im Laufe dieses Videos vor. So, aber schauen wir uns doch erstmal die Studieninhalte an. Ja, und die Studieninhalte sind immer eine ganz, ganz wichtige Sache, die man sich unter die Lupe nehmen sollte, wenn man sich für so ein Studium interessiert, um auch einfach erstmal zu eruieren, sind das alles Themen, mit denen ich mich im Laufe des Studiums jetzt ausführlich beschäftigen möchte. Und ich gehe mal davon aus, wenn ihr Elektro- und Informationstechnik studieren wollt, dann habt ihr natürlich auch Lust auf Mathematik, ja, denn ihr habt hier schon einen recht umfangreichen Mathematikanteil in diesen Studiengängen. Das seht ihr hier auch in der Übersicht für diesen Studiengang. Also ihr habt hier direkt auf der Website der Wilhelm-Büchner so eine ganz grobe Übersicht, sage ich mal, über die einzelnen Studieninhalte. Ich empfehle euch aber mal, einfach entweder das Modulhandbuch anzufordern. Ja, das könnt ihr euch direkt über die Studienberatung zum Beispiel anfordern. Oder ihr werft einfach mal einen Blick hier auf diesen Studienablaufplan, habt das Ganze nochmal in einer ein bisschen besseren Übersicht. Und hier sieht man schon, ja, das Studium dauert tatsächlich 7 Semester. Ja, da gibt es jetzt auch keine Variation in dem Sinne. Das gucken wir uns dann gleich nochmal an, wenn es um die Preise geht. Sondern ihr studiert hier tatsächlich 7 Semester. Und das ist jetzt nicht so flexibel wie an der Akkad University, hat aber den großen Vorteil, dass ihr wirklich hier einen festen Plan habt, mit dem ihr euer Studium durchziehen könnt, auch berufsbegleitend. Das ist natürlich angelegt auf berufsbegleitendes Studieren. Und ihr wisst einfach, wenn ich jetzt hier anfange, dann habe ich üblicherweise das Studium in 7 Semestern absolviert. Ihr habt natürlich die Möglichkeit, das Ganze noch ein bisschen zu überziehen. Gucken wir uns dann auch an, wenn es um die Preise geht. Aber grundsätzlich habt ihr jetzt hier nur dieses, ja, so gesehen Vollzeitstudium in 7 Semestern. So, ihr seht hier, Mathematik hatte ich gesagt, ja, haben wir hier schon in den ersten 3 Semestern Mathematikmodule. Ihr seht auch mal so ein bisschen hier anhand von dieser Angabe 6 CP, also 6 Credit Points, ja, oder 6 Leistungspunkte, wie umfangreich so ein Modul ist. Also zum Vergleich, an der IU Internationalen Hochschule beispielsweise haben die meisten Module 5 Leistungspunkte, an der Akkad University wahrscheinlich auch so, das werden wir dann gleich sehen im Laufe des Videos, wenn wir uns die Studieninhalte der Akkad Hochschule angucken. Aber hier habt ihr immer so 6 Leistungspunkte, ja, das ist ein guter Umfang, das ist nicht zu umfangreich und lässt sich wahrscheinlich gut so in ungefähr einem Monat absolvieren, so ein Modul. So, ihr seht, das geht dann hier weiter im ersten Semester mit naturwissenschaftlichen Grundlagen, ja, informationstechnischen Grundlagen, aber auch in Grundlagen der BWL und rechtliche Grundlagen.
Ja, und ihr habt hier auch eine Einführung in die Ingenieurpraxis. Ja, dann habt ihr hier immer alle möglichen Grundlagen, natürlich immer in den ersten Semestern, so wie es in jedem Bachelorstudium eigentlich der Fall ist. Ihr beschäftigt euch aber nicht nur mit diesen technischen Studiengängen, sondern hier beispielsweise auch gleich ja schon im zweiten Semester mit Kommunikation und Management, ja, mit Projektmanagement und wissenschaftlichem Arbeiten in dem Fall auch. Ja, und dann geht es hier wirklich umfangreich weiter im dritten Semester beispielsweise. Habt ihr hier ein Modul Betriebssysteme und Rechnerarchitektur. So, also schaut euch die einzelnen Inhalte nochmal genauer an. Was ihr hier auch seht, im sechsten Semester habt ihr hier Vertiefungsmodule und da könnt ihr euch im Prinzip schon am Anfang des Studiums ja festlegen, ob ihr euch in ein bestimmtes Thema von Anfang an vertieft. Ja, das könnt ihr euch hier aussuchen, wenn ihr euch hier anmeldet. Oder ihr sagt, ihr legt die Vertiefungsrichtung später fest. Und da gibt es insgesamt 6 Vertiefungsrichtungen, von denen ihr euch hier eine aussucht. Also beispielsweise allgemeine Elektrotechnik, Automatisierungstechnik oder auch Informations- und Telekommunikationstechnik bzw. Elektromobilität. Ja, auch sehr interessant. Und da guckt ihr einfach, ja, je nachdem, in welchem Bereich ihr arbeitet oder arbeiten möchtet, danach sucht ihr euch hier eure Vertiefung aus. Ja, das ist auch eine Besonderheit gegenüber dem Studium an der Aker University, dass ihr hier sehr viele Vertiefungsmöglichkeiten zur Auswahl habt. Dann hier im 4. bis 6. Semester steht noch eine berufspraktische Phase an, da gucken wir dann aber nochmal im Detail drauf. So, schauen wir uns doch mal die Inhalte im Studium an der Aker University an. Also ihr habt auch eine Übersicht direkt auf der Webseite, auch hier natürlich aufgeschlüsselt nach den einzelnen Semestern von Semester 1 bis 6, wobei ihr hier auch tatsächlich Teilzeit studieren könnt. Da zieht sich das Ganze dann ja auf mehr Semester, also auf bis zu 14 Semester. Das gucken wir uns dann gleich nochmal an, wenn es um die Preise geht. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, ja, ihr wollt jetzt Vollzeit studieren. Und da geht es hier auch los, gleich im ersten Semester mit dem Modul Schlüsselqualifikation für Studium und Beruf. Ja, im Prinzip auch wissenschaftliches Arbeiten, mit dem ihr euch da auseinandersetzt. Auch hier habt ihr Mathematikgrundlagen, ja, genauso wie im Fernstudium an der Wilhelm-Büchner-Hochschule. Es geht auch im zweiten Semester weiter mit Mathematikgrundlagen. Hier im dritten Semester habt ihr dann keine Mathematik mehr. Ja, also hier scheint es nur diese beiden Grundlagenmodule zu geben. Die sind auch hier tatsächlich nur 5 Leistungspunkte. Vom Umfang her, also nicht ganz so umfangreich wie an der Wilhelm-Büchner-Hochschule, wobei dieser eine Leistungspunkt, ja, der da ja unterschiedlich ist, der macht es dann auch nicht mehr aus. Also ihr seht hier, im Prinzip habt ihr hier in allen Modulen immer diese 5 Leistungspunkte und wie es aussieht, ein ganz kleines bisschen weniger Mathematikgrundlagen. Ja, ansonsten hier die ganzen Grundlagen natürlich im ersten Semester, Grundlagen Physik, Elektronik, Grundlagen Elektrotechnik, Grundlagen und hier habt ihr tatsächlich auch im Unterschied zur Wilhelm-Büchner-Hochschule gleich im ersten Semester ein Englischmodul, ja, um euch auch noch ein bisschen in die englische Sprache zu vertiefen. Ihr habt da auch ein Programm, also ein Modul zum Programmieren in C Sharp. Ansonsten geht es hier weiter, ja, mit Elektronik, Softwareentwicklung, gleich auch im zweiten Semester, ja, 2 Module zur Softwareentwicklung und hier habt ihr ja auch ein Labor. Soweit ich weiß, sind diese Labore letztendlich auch digital, also ihr müsst da jetzt nicht irgendwo anreisen in irgendein Labor, sondern könnt das dann auch von zu Hause aus erledigen. Ja, schaut euch einfach mal diese ganzen Studieninhalte im Detail an. Eine Sache, die ihr euch immer noch anschauen solltet, natürlich neben den Inhalten, sind auch die Vertiefungsmöglichkeiten. Also ihr habt hier auch 2 Vertiefungsmöglichkeiten mit, ja, im Umfang von insgesamt 15 Leistungspunkten und dafür wählt ihr euch hier 2 von diesen Themen letztendlich aus. Ja, also Energietechnik beispielsweise könnt ihr im 6. Semester als Vertiefung machen und Robotik im, ja, 7. Semester nur als Beispiel. Ja, ihr sucht euch natürlich hier aus, was euch interessiert. Und wie ihr seht an den 15 Leistungspunkten ist, dass das schon relativ umfangreich auch ist. Ja, also ihr habt insgesamt 30 Leistungspunkte an Vertiefungsmöglichkeiten. So, schauen wir uns mal an, wie es aussieht hier mit Praxis und Präsenzen. Ich fange hier auch mal an mit der Wilhelm-Büchner-Hochschule. Ich hatte euch ja schon gezeigt, ja, dass es hier im Prinzip in diesem Studiengang eine berufspraktische Phase gibt im Umfang von 18 Leistungspunkten. Und das ist eigentlich in den meisten Studiengängen an der Wilhelm-Büchner-Hochschule so und etwas, was ich persönlich ziemlich gut finde, ja, weil man dann eben auch versucht, gleich seinen Beruf mit dem Studium so ein bisschen zu integrieren. Das ist natürlich nicht wie ein duales Studium, ja, aber man muss eben auch in seinem Betrieb, in dem man arbeitet, dann versuchen, auch gleich das Wissen, ja, das man im Studium, das theoretische Wissen erlangt, zu transferieren. So, erfahrungsgemäß ist es jetzt ein bisschen anstrengend oder stressig für manche von euch, diese berufspraktische Phase ins
ja, ins Leben sozusagen zu integrieren. Und hier gibt es aber auch die Möglichkeit, dass man sich das Ganze anrechnen kann. Ja, also gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder lasst ihr euch diese berufspraktische Phase komplett anrechnen, ja, und das könnt ihr dann machen, wenn ihr bereits in einem Beruf tätig seid, der wirklich einschlägig ist für diesen Bereich, ja, also ihr arbeitet jetzt, weiß nicht, bei der Telekom als Elektro- und Kommunikationstechniker eigentlich schon, ihr habt vielleicht eine Ausbildung in diesem Bereich gemacht und arbeitet jetzt schon in diesem Bereich und studiert eben noch, dann könnt ihr euch tatsächlich eure Berufstätigkeit komplett anrechnen lassen, dann müsst ihr diese Phase hier nicht mehr absolvieren und habt gleichzeitig auch diese 18 Leistungspunkte. Ja, ihr müsst dann nur einen Abschlussbericht schreiben und dann ja, ist es eben eure alltägliche Arbeit, diese berufspraktische Phase. Die Phase hat übrigens einen Umfang von 18 Wochen ja, insgesamt, die ihr da absolvieren müsst. Und wenn ihr jetzt nicht einschlägig berufstätig seid, ja, also irgendwas arbeitet, was jetzt nicht ja, zu diesem Studium passt, dann könnt ihr euch das teilweise anrechnen lassen. Ja, also ihr könnt im Prinzip den sogenannten allgemeinen Teil dieser berufspraktischen Phase anrechnen lassen und müsst euch dann aber tatsächlich noch einen Praktikumsplatz suchen, wo ihr noch weitere 9 Wochen ein Praktikum absolviert. Ansonsten hilft euch die Hochschule auch, irgendwie einen Betrieb zu finden, ja, für diese berufspraktische Phase oder da auch eine Lösung zu finden, damit ihr das auch wirklich optimal in euer Studium integriert bekommt. So, ansonsten habt ihr in diesem Studium auch Klausuren, die ihr dann in der Regel, ja, oder Prüfungsphasen, die ihr dann in der Regel direkt an der Hochschule absolviert. Also ihr solltet hier tatsächlich schon ungefähr so eine Woche pro Semester einplanen, ja, die ihr dann auch vor Ort in Darmstadt seid. Ich weiß, das ist nicht ganz so flexibel, wie das jetzt beispielsweise an der Akkad University gestaltet ist, aber ihr müsst es auch so sehen, dass dadurch die Qualität, ja, des Studiums aus meiner Sicht zumindest auch enorm steigt, weil ihr eben auch beispielsweise Kommilitonen kennenlernt, Lehrkräfte kennenlernt und dadurch auch noch so ein bisschen diesen Netzwerk- oder Networking-Effekt habt. Und ihr habt auch einfach mehr so einen Erlebniseffekt. Ja, da bleibt auch einfach aus meiner Erfahrung zumindest sehr viel mehr hängen von so einem Studium, wenn man da auch ein bisschen mehr erlebt, als einfach nur am Schreibtisch rumzusitzen. So, wie sieht's aus mit Praxis und Präsenzen an der Akkad University? Der Studiengang hier ist natürlich auch praxisorientiert gestaltet. Ja, ihr habt schon gesehen, ihr habt hier auch einige Labore und Dinge, die ihr da praktisch absolvieren müsst. Ja, das könnt ihr auch den Studieninhalten entnehmen. Aber jetzt ist es hier nicht so, dass ihr da eine berufspraktische Phase oder sowas absolvieren müsst, ja, oder auch anerkennen lassen könnt, sondern ihr studiert hier einfach rein digital. Ja, ihr könnt ja alles von zu Hause aus machen, bis zu den Klausuren, die man in der Regel an der Akkad University mittlerweile auch von zu Hause aus schreiben kann, ja, auch sehr flexibel, soweit ich weiß, auch rund um die Uhr, wie an anderen Hochschulen, an der IU beispielsweise, ja, da könnt ihr auch im Prinzip rund um die Uhr eure Klausuren schreiben. Also ihr müsst jetzt nicht nach Stuttgart reisen oder sonst wohin, sondern könnt tatsächlich hier in dem Sinne online studieren. Ihr seht es auch hier, Studienmodell 100% Online-Fernstudium inklusive Prüfungen. So, dann schauen wir uns doch mal an, was das Studium kostet. Ich fange auch mal hier an mit der Wilhelm-Büchner-Hochschule. Wenn ihr genau wissen wollt, was es kostet und auch tagesaktuell, ja, das ändert sich immer mal wieder, dann müsst ihr hier im Prinzip eure persönlichen Daten hinterlassen. Dann kommt ihr hier in so einen Login-Bereich im Prinzip und habt dann Zugriff auf die Studiengebühren. Ich zeige euch das jetzt natürlich gleich. Ich habe mich da einfach mal eingeloggt und ihr seht, hier gibt es im Prinzip 3 Zahlungsmodelle erstmal. Das Modell Standard, ja, das Modell Komfort und das Modell Stretch. Ganz wichtig zu wissen, das sind keine Studienmodelle, also keine Teilzeitmodelle, wie das an anderen Hochschulen häufig der Fall ist, sondern ihr studiert hier im Prinzip immer 7 Leistungssemester in diesem Studiengang. Ja, also es ist im Prinzip immer ein Vollzeitstudium, hat auch den Vorteil, dass ihr, egal welches Zahlungsmodell ihr wählt, auch BAföG-berechtigt sein könnt, ja, dadurch, dass es immer ein Vollzeitstudium ist, aber ihr studiert im Prinzip, egal in welches Zahlungsmodell ihr wählt, immer 7 Leistungssemester, könnt aber in jedem Modell überziehen, ja, bis zu 21 Monate, ja, also nochmal mehrere Semester, aber auch hier tatsächlich in jedem Zahlungsmodell immer nur bis zu 21 Monate zu überziehen, ohne zusätzliche Kosten. Ja, wenn ihr jetzt noch mehr überziehen wollt, dann zahlt ihr da wahrscheinlich noch eine geringere Studiengebühr. So, und wenn ihr jetzt Standard studiert und letztendlich auch Geld sparen wollt, dann entscheidet euch hier für diese Standardvariante, zahlt insgesamt 42 Monate lang
diese 339 Euro monatlich und kommt hier auf insgesamt ja 14.487 Euro. Oder ihr entscheidet euch dafür, die monatliche Rate so ein bisschen zu senken. Also ihr seht schon, das sind letztendlich Finanzierungsmodelle, ja, zahlt dafür aber hier ein ganzes Stückchen mehr, fast 1.000 Euro mehr und kommt auf 15.277 Euro. Oder ihr entscheidet euch hier für diese Stretch-Variante und zahlt dann monatlich nur 219 Euro. Ja, das ist die geringste monatliche Belastung und kommt dann aber auf 16.893.000 Euro insgesamt. Ja, ganz wichtig zu wissen, auch die Wilhelm-Büchner-Hochschule, wie die meisten anderen privaten Hochschulen auch, die fährt auch immer so eine Sonderaktion. Das seht ihr schon hier oben an diesem Banner auf der Webseite. Also könnt ihr schon ab 189 Euro im Monat studieren und bis zu 3.600 Euro sparen, wenn ihr euch in bestimmten Zeiträumen anmeldet. Je nachdem, was das gerade für eine Aktion ist, sind diese Ersparnisse unterschiedlich. Aber ja, tatsächlich könnt ihr hier euch, ja, wenn ihr euch da einfach strategisch richtig anmeldet, von diesen Studiengebühren dann nochmal locker 2.000 Euro sparen. Ja, dann müsst ihr einfach nur gucken, dass ihr euch da zum richtigen Zeitpunkt anmeldet. So, schauen wir uns mal die Kosten an der Akkad University an. Ja, hier müsst ihr euch jetzt nicht extra eure Daten hinterlassen, um Zugriff auf die Kosten zu haben. Und hier seht ihr auch, hier gibt es auch im Prinzip diese drei Modelle. Das sind aber auch Zeitmodelle oder ja, Studienmodelle in dem Sinne. Also entweder studiert ihr hier das sogenannte Sprint-Modell. Das ist im Prinzip das Vollzeitstudium, ja, mit den 7 Semestern bzw. 42 Monate. Oder ihr sagt, ihr möchtet ja ein bisschen gemächlicher studieren und ja, vielleicht, weil ihr beispielsweise Vollzeit berufstätig seid, dann könnt ihr euch hier 54 Monate Zeit lassen. Ja, oder ihr studiert hier das Stretch-Modell, das ist ein richtiges Teilzeitstudium, wie man es auch von allen anderen Hochschulen kennt, auch von staatlichen Hochschulen. Das dauert dann insgesamt 72 Monate. Und auch hier, ja, wenn ihr euch dafür entscheidet, hier tatsächlich Vollzeit zu studieren, zahlt ihr hier an der Akkad University im Prinzip 339 Euro im Monat. Ihr kommt dann auf insgesamt, ja, wenn ihr das jetzt mal rechnet, 339 mal 42 plus diese Prüfungsgebühr, die hier immer noch anfällt, gegen Ende des Studiums 960 Euro, kommt ihr hier im Vollzeitstudium auf 15.198 Euro. Ja, hier in dieser Variante kommt ihr auf insgesamt 16.566 Euro und in dieser Variante kommt ihr auf insgesamt 17.448 Euro. Ja, also ziemlich teuer, sage ich jetzt mal, aber das ist eben auch ein 7-semestriger Studiengang. Und ihr könnt auch hier an der Akkad University im Prinzip sparen. Ja, hier steht es auch schon, wenn man sich hier in einem bestimmten Zeitraum anmeldet und irgendeinen Rabattcode eingibt, kann man hier auch nochmal locker 2.000 Euro sparen. Ja, also guckt einfach mal auf der Website der Akkad University nach. Ich verlinke euch natürlich auch alles in der Beschreibung von diesem Video und dann könnt ihr da die aktuellen Preise erfahren und gucken, dass ihr euch da, wenn ihr euch jetzt an dieser Hochschule anmelden möchtet, mit so einem Rabattcode anmeldet und dann doch nochmal so ein bisschen was spart. So, ich will mal ein kleines Fazit ziehen zu beiden Studiengängen. Ich fange mal an mit den Studieninhalten. Also ihr habt es gesehen, an der Wilhelm-Büchner-Hochschule ist der Mathematikanteil auf den ersten Blick so ein kleines bisschen höher. Da gibt es mehr Module. An der Wilhelm-Büchner-Hochschule habt ihr auch leicht umfangreiche Module. Dadurch habt ihr in Summe ein bisschen weniger Module. Und wenn ihr euch dann diese berufspraktische Phase voll anerkennen lassen könnt, weil ihr schon einschlägig berufstätig seid aktuell, dann habt ihr letztendlich weniger zu studieren, ja, weil diese Phase ja dann nochmal 18 Leistungspunkte einbringt und dadurch studiert ihr in Summe ein bisschen weniger Module und eventuell habt ihr dann auch ein bisschen weniger Prüfungsleistung an der Akkad University. Dafür habt ihr auch umfangreiche Möglichkeiten, euch zu vertiefen. Also ihr könnt, wenn ihr wollt, schon am Anfang im Studium an der Wilhelm-Büchner-Hochschule eure aus einen von 6 Vertiefungsrichtungen wählen. Aber ich muss sagen, auch an der Akkad University gibt es interessante Vertiefungsrichtungen, beispielsweise Robotics. Und da habt ihr insgesamt 30 Leistungspunkte für diese Vertiefung zur Verfügung. Also muss man schon sagen, eigentlich an beiden Hochschulen gibt es wirklich sehr interessante Möglichkeiten, sich im Laufe des Studiums zu vertiefen. Dann die Flexibilität. Ich würde sagen, hier hat die Akkad University ihre Nase weit vorn, weil ihr hier eben auch die Klausuren online schreiben könnt. Ihr könnt im Prinzip das ganze Studium von zu Hause aus absolvieren. Und das eignet sich doch gut für diejenigen von euch, die wirklich sehr, sehr stark eingebunden sind, beispielsweise auch in Familienleben, in einen Vollzeitjob,
und ja, vielleicht auch noch privat irgendwelche Hobbys haben, denen sie nachgehen, noch ein bisschen mehr Freizeit möchten, da entfällt dann eben so dieser ganze Reiserei, die man so ein bisschen an der Wilhelm-Büchner-Hochschule hat, wo man dann auch einmal im Semester dann zu den Prüfungsphasen nach Darmstadt fahren möchte. Ja, dafür hat man aber an der Wilhelm-Büchner-Hochschule einen höheren Erlebnischarakter, mehr Möglichkeiten auch zum Netzwerken, ja, und eigentlich steigt, das ist aber meine ganz persönliche Einschätzung, auch die Qualität des gesamten Studiums so ein kleines bisschen, weil man eben ja noch mehr Möglichkeiten für so einen persönlichen Austausch hat und weil man eben auch diese berufspraktische Phase hat, ja, wenn man dann eben sein Studium ja, oder das, was man im Studium an Theorie lernt, auch gleich versucht im Beruf anzuwenden. Kann man natürlich auch machen, wenn man an der Akkad University ja studiert, da ist man ja wahrscheinlich oder sind viele von euch ja wahrscheinlich auch berufstätig, ja, aber es ist jetzt eben nicht verpflichtend und ihr müsst dann an der Akkad University jetzt auch nicht so einen Abschlussbericht verfassen, ja, für eure sogenannte berufspraktische Phase. Letzter Punkt, die Kosten, ja, die sind im Prinzip in beiden Hochschulen gleich oder auf ähnlichem Niveau, das macht jetzt keinen großen Unterschied, ist auch aus meiner Sicht jetzt kein ja, Punkt, der ein großes Entscheidungskriterium wäre für einen von diesen Studiengängen. Ja, wobei natürlich das Entscheidungskriterium für einige von euch wahrscheinlich auch die Kosten an sich sind. Die sind schon relativ hoch in so einem Fernstudium an einer privaten Hochschule. Ja, aber ihr seht ja, wenn ihr euch da einfach strategisch günstig anmeldet in einem bestimmten Zeitraum, dann könnt ihr auch nochmal 2.000, 3.000 Euro sparen. So ist es letztendlich auch in den ganzen anderen privaten Hochschulen. Also mal gucken, ja, nicht einfach nur drauf los anmelden, sondern da wirklich auch strategisch. Natürlich kann man auch noch ein bisschen was sparen, indem man sich Vorleistungen anerkennen lässt. Ja, das geht bis hin zur beruflichen Vorerfahrung und Vorleistung. Also auch hier mal ganz genau gucken und prüfen lassen, auch von beiden Hochschulen, ja, was da möglich wäre an Anerkennung von irgendwelchen Vorleistungen. Vielleicht habt ihr schon mal ein Studium angefangen und abgebrochen, da schon ein paar Module absolviert. Lasst euch die einfach anerkennen. Dadurch könnt ihr auch noch mal ein ganzes Stückchen an Studiengebühren sparen. Und ja, plant euer Studium auch so ein, dass ihr möglichst schnell studiert, weil ihr seht ja, oder ich habe euch ja gezeigt, dass ihr in diesen sogenannten Sprint-Varianten, ja, oder in den Vollzeit-Varianten tatsächlich auch mal weniger bezahlt, als wenn ihr jetzt Teilzeit studiert, auch wenn ihr da eben eine geringere monatliche Rate habt. Also, so viel zu diesen beiden Studiengängen, Elektro- und Informationstechnik. Ich hoffe mal, das ist interessant für euch. Fragen stellt ihr einfach in den Kommentaren oder bei uns in der Studienberatung auf fernstudi.net. Ich würde mal sagen, wir sehen uns in einem der nächsten Videos auf diesem Kanal. Euer Wolf.